Das ist kein Hassprediger, das ist ein Gag-Dieb. Folgendes, liebe Ui-Gläubigen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, Dieter Nuhr wurde ja verklagt, er hat eine Nummer über den Koran und den Islam gemacht. Erhard Toka fühlte sich in seinen religiösen Gefühlen beleidigt und hat ihn verklagt. Wer das tatsächlich noch nicht mitbekommen hat, es gibt so eine tolle Webseite, wo man alles nachlesen kann, was genau war, nennt sich Google, kann ich nur empfehlen, die Seite. Ich will mich dazu jetzt aber auch äußern, und zwar zum letzten Mal, denn im Gegensatz zu allen anderen finde ich die ganze Situation großartig, richtig großartig. Doch, und ich erkläre auch gleich warum. Es ist ja anscheinend für uns Künstler schwierig zurzeit. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, denn angeblich soll uns ja hier von religiösen Eiferern das Wort verboten werden. Wenn man zum Beispiel sagt, Religion ist für den Arsch. Dann gibt es zwar in Deutschland eigentlich die freie Meinungsäußerung, aber es gibt eben auch den Paragraphen 166 im Strafgesetzbuch. Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Ein Straftatbestand, der sogenannte Gotteslästerungsparagraph, der natürlich längst abgeschafft gehört, aber tatsächlich lautet, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt also, wenn ich Religion ist für den Arsch sage, muss ich aufpassen, dass ich damit nicht den öffentlichen Frieden störe. Was auch immer das ist. Wobei ich nun mal keinen Unterschied sehe, ob Calvin von Calvin und Hobbes einen Stofftiger hat, der sein imaginärer bester Freund ist, oder Gläubige eben Gott im Himmel. Beide nicht echt. Boah, hat er das gerade tatsächlich gesagt? Nein, würde ich nie machen. Ist zwar meine Meinung, aber ich will ja nicht den öffentlichen Frieden stören. Aber die Sache mit Dieter Nuhr schlägt nun mal hohe Wellen. Jeder hat eine Meinung dazu. Deutschland ist in 2 Lager gespalten und die Fronten verhärten sich. Da gibt es die eine Seite, die denkt, richtig, Dieter Nuhr sollte sich nicht über den Islam äußern, wie er es getan hat. Dieter Nuhr, ein mittelmäßiger Karrierist, der auf dem Grab von Dieter Hildebrand stampfend dessen Sendeplatz übernommen hat, der Plattitüden und simple Generalisierungen populistisch vorträgt, aber so, als ob er besonders schlau wäre, damit das Publikum, dem das gefällt, sich auch für schlau halten kann. Einer, der Islam, Islamismus, Araber, Türken, Muslime, Islamisten, islamistische Staaten und Terroristen provozierend durcheinander wirft, damit das Publikum die in Deutschland so geliebten Hohoho-Lacher bringen kann, die im Gegensatz zu den Hahaha-Lachern bedeuten, ui, eigentlich sollte ich da jetzt nicht drüber lachen, aber toll, dass er das sagt, sodass ich jetzt doch drüber lachen darf, aber vorsichtshalber mache ich jetzt mal Hohoho statt Hahaha, um Vorbehalt zu heucheln. Das sind die einen. Die anderen, und ich habe das Gefühl, das ist die größere Gruppe, die sehen jetzt eine vom Islam ausgehende Gefahr in Deutschland. Die freie Rede ist gefährdet, weil ein Depp es geschafft hat, sich auf YouTube ein altes Dieter Nuhr Video anzusehen, welches ihn wütend gemacht hat. Und zwar so wütend, dass er in guter alter islamistischer Terrorart zum Gericht gegangen ist und eine Klage unter Berufung auf einen Paragraphen aus dem Jahr 1872 eingereicht hat. Und dann alles in Bewegung gesetzt hat, um Dieter Nuhr das Wort zu verbieten und es unter großem Einsatz geschafft hat, unter den Millionen Muslimen, die in Deutschland leben, ganze 30 gleichgesinnte Vollhongs zu finden, die dann Osnabrück in einer leider zur Stärkung von Vorurteilen nicht mal gewalttätigen Demonstration gegen den Künstler teilnehmen, während sich in Köln gerade mal so durch eine simple Facebook-Einladung 4500 rechtsextreme Schläger versammelten, um ein bisschen Randale zu machen. Kurzum, alle finden die Situation schlimm. Ich nicht. Im Gegenteil, ich finde es großartig. Es gibt doch nichts Deutscheres, als jemanden zu verklagen, wenn er etwas sagt, was einem nicht passt. Wenn das kein Beispiel für gelungene Integration ist. Ich finde die Sache toll, es gibt ja nur eine Sache, die mich stört. Dieter Nuhr sagt, der Islam zeigt sich nur tolerant, wenn er keine Macht hat. Und das stört mich jetzt nicht wegen der Aussage, von der kann man halten, was man will. Aber das ist nicht von Nuhr. Das hat ein muslimischer Imam gesagt. Und Nuhr klaut den Spruch jetzt einfach und gibt ihn als seinen eigenen aus. Das ist kein Hassprediger, das ist ein Gag-Dieb. Aber zusammenfassend, interessant, wie schnell sich das Stimmungsbild in Deutschland verändert. Eine Einzelperson macht was total Blödes und auf einmal sind alle Muslime schlimm. Jetzt kann der Nächste gleich vergessen, in den Schützenverein aufgenommen zu werden. Ja, ne? Ihr erinnert euch, vor kurzem haben wir alle noch über katholische Schützenvereine geschimpft, wie lächerlich das doch sei, weil da ein Moslem war, der Schützenkönig wurde und Schützenvereine gesagt haben, ein Moslem dürfte eigentlich gar nicht im Schützenverein sein, denn es sei ja ein christlicher Verein und sie pflegen christliche Traditionen und Werte wie Nächstenliebe.
Ich glaube, ich weiß aber, was das Problem ist. In Schützenvereinen geht es ja nur ums Saufen und Schießen. Und nun ist es halt so, Muslime trinken keinen Alkohol und da ist ja klar, dass der beim Schützenfest besser trifft. Wenn die anderen alle besoffen sind. Und das wollen die Schützenvereine halt verhindern, nicht, dass es da einen Präzedenzfall gibt, dass Muslime, die jetzt auch mal was gewinnen wollen, die gehen dann in einen Schützenverein, da klappt das dann. Aber zurück zum Thema, ich finde es also richtig gut, dass Erhard Toka den demokratischen Weg gewählt hat, für seine blödsinnige Meinung per Demonstration und Klage einzutreten. Und ich finde auch gut, dass Dieter nur das Recht hat und auch in Zukunft haben wird, so viel Blödsinn und Unfug, wie er will, zu reden. Das Recht habe ich ja auch. Und daher finde ich, dass Dieter Nuhr und Erhard Toka den Bambi für Integration verdient haben. Ach was, ich. So, das war's, Manuel Off. An dieser Stelle muss ich klarstellen, dass mir selbstverständlich bewusst ist, dass nicht alle Muslime keinen Alkohol trinken, sondern auch das nur eine einfache Generalisierung war, um einen Witz zu machen. Boah, echt, entspannt euch mal. Außerdem ist es keine Kritik an Dieter Nuhrs Programm, das kenne ich nämlich gar nicht, denn der hat so eine schöne, ruhige Stimme. Ich kann nicht anders, ich schlafe da immer ein, wenn er im Fernsehen kommt. Ach, Moment mal, ich habe ja gar keinen Fernseher. Na, vielleicht kenne ich es doch. Das ist aber auch gar nicht der...